Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ich bin jetzt ganz irritiert gewesen von der Stimme, die mich angesprochen hat. So, ich möchte gerne diese Waffe wechseln. So, das sind diese Special-Dinger, ne? Die ist noch gesperrt. Das ist eine AK, okay. Das G36C hatten wir, ne? Die macht halt gut Schaden, die wir jetzt haben. L-Kommando. Hohe Präzision. Die ist halt schon nicht schlecht. Ach komm, wir nehmen sie einfach. Wir können auch mal ein bisschen Rambazamba machen. Genau. So, alles klar. Wir wollten jetzt... gehen wir erstmal hierher. Gehen wir da runter, dann gehen wir hierher und dann gehen wir daher. Jawohl, im Zickzack. Schön im Zickzack und da steht sogar ein Helikopter. Das ist ja noch umso besser. Hallo? Nur ein Aufklärungshelikopter, so wie das aussieht. Ohne Waffen? Ich mach das, ich fliege. Wir können los. Hier sind keine Feinde. Das ist ja interessant. Hier ist wirklich keiner. Stadt der Rebellen. Ah, das ging schnell. Sehr gut. So. Kurz auf die Karte und da ist das nächste Ziel. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Oh shit. Scharfschütze. Die sehen ein bisschen nervös aus. Schöne Scheiße, die sehen uns. Andere müsste da irgendwo sein. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. So, hat sie erledigt. War eigentlich ganz gut. Würde ich behaupten. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Was kriegen wir? Angewinkelter Handgriff. Ah, hier wäre noch mal eine Info gewesen. So. Guck mal gleich auf die Karte. Das nächste Ziel war dann hier. Jawohl, da ist nämlich auch das Dokument. Das ist gleich da unten. So, saubere Landung. Obacht geben wegen den Felsen, dass man nicht zu nah mit den Rotorblättern da ist. Hier waren wir auch schon.
Ja, das war diese eine Mission auf Zeit. Als wir hier gelandet sind und haben den Typen abgeholt. Nochmal ein angewinkelter Kurzhandgriff diesmal. So, und hier rüber. Ah, das Dokument. Stopp, 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 stopp. Das Dokument. Hätte ich jetzt fast vergessen. Es ist da vorne. Das nehmen wir natürlich mit. So, mir ist aufgefallen, in der letzten Folge gegen Ende habe ich vergessen, die Kamera wieder einzustellen. Passiert. Ein weiteres Dokument haben wir hier. Das Santa Blanca Drogenkartell schreibt seine eigene Version der Bibel. Diese Seite handelt von El Poslero. Der Rächer, was der Recht, die rächende Hand Santa Blancas. Oh Mann, diese Ideologie, die da geschrieben wird. Krass, das Pferd. Muss man erstmal drauf kommen. So, dann da oben. Schon ein krasser Steinbruch, oder? So. Ach, mach Sachen. So, es ging zügig. Sehr zügig. Sauber. So, einmal Munition auffüllen. Einmal den Orden aufnehmen. Zack, Hammer. Und einmal den Nachschub sichern. Perfekt. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. So, und hier haben wir einen bewaffneten Helikopter hier, aber ist ja gut. So, und dann haben wir hier unten noch ein Ziel. Und hier, ja, die drei nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und dann könnten wir schon hier rüber gehen, in diesem Bereich. Wie weit sind wir, was ist das hier eigentlich für ein Bereich? Ah, ist unbekannt. Oh, wieder so ein schweres Ding. Okay. So, 4, 6, 7, 8. 8 haben wir bis jetzt geschafft. Okay. Nimmt langsam ein bisschen Fahrt auf das Ganze, nicht? So. Wunderbar. Sind auch keine Feinde. Ist eine sehr ruhige Runde diesmal. Gut, kann ja auch mal ruhig sein, ne? Ne, ist nicht dein Ernst. Ich komme da nicht durch. Oh, wie schlecht. Wie schlecht ist das bitte? So. Ich komme da echt nicht durch. Ich bin zu dick. Das ist hier schon echt. Ja. Okay, wir können. Jetzt taucht hier ein Dokument auf. Heli, in den Staub.
So, was haben wir hier? Ein Unidad-Bericht über den Angriff Unbekannter auf einen Konvoi. Erste Hinweise der Ermittler deuten auf einen Hinterhalt durch eine bolivianische Rebellengruppe hin, die als Kataris 26 bekannt ist. Jawohl. Oh, ein Dokument fehlt nur noch. Haben wir das auch schon mit aufgedeckt? Nee, aber ich gehe mal davon aus, dass das hier mit irgendwo bei sein wird. Komm, dann fliegen wir hierher, dann quasi einmal so im Dreieck. So, zeig mal. Ob hier ein Dokument ist, glaube ich ja eher weniger, ne? Vielleicht finden wir ja was. Es wird aber auch nichts angezeigt. Nee, aber das gab 500. Da komme ich nicht rein, nee. Gibt's nichts? Schade. Dann Ding mal hierher. Schönes Anwesen. Entdeckt. Sorgen wir bei ihm für Unbehagen, dann kann er Angst verbreiten. So, ging auch relativ gut. Dass er jetzt einen Zivilisten erwischt, das war jetzt nicht so beabsichtigt. Aber die haut schon gut rein. Gehen wir dahin. Waren die hier nicht am Eck auch schon? Ich kann mich erinnern, dass wir über ein Feld gelaufen sind, was... Nee, Quatsch, das war in einer anderen Mission. Das war in einer anderen Mission und hier ist das fehlende Dokument. Sehr geil. Sehe einen Rebellensender. Schalten wir ihn ein. Das lockt viele Santa Blancas an. Ist wie eine Essensglocke für die Arschlöcher. So, haben wir ein weiteres Dokument. Ein religiöses Bild von Nidia Flores, alias La Reina. Reina. Entschuldigung. De Bellessa. Wird von Santa Muerte-Anhängern und Pilgern verwendet, um die Gnade der Knochenlady zu gewinnen. Okay. Sorry, das mit Reina ist gerade nur so ein. So ein Insider, oder was heißt Insider? Gerade so ein Trend. Da nähert sich ein Helikopter. So. Nachladen. Vor allem hier am Arsch der Welt ein Sender, ne? Minute 30. Hubschrauber im Anflug.
Oh, haben wir die Piloten direkt erwischt, oder was? Scheiße, Mann, das war ein Zivilist. Was macht denn der da am Unfallort? Also ganz ehrlich, dass da jetzt ein Zivilist steht, habe ich nicht gesehen. Helikopter, Helikopter, Helikopter. Heli, runter, runter. Oh, 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 oh. Granate kommt, komme mierda, culeros. Sehr schön, haben wir geschafft. Okay, Botschaft ist raus. Das sollte den Rebellen helfen. Das war sehr gut, fand ich jetzt persönlich. Und unser Heli steht noch. Perfekt. Ich fliege. Und wir haben unser letztes Dokument noch bekommen. Sehr schön. Dann haben wir hier noch einen kleinen Fertigkeitspunkt, den wir holen müssen. Zack. Ja, es wird schon wieder so dunkel, ne? Sie haben eine Community-Herausforderung abgeschlossen. Okay. Oh, Luftabwehr, hä? Ich glaube, das ist Luftabwehr. Oh ja. Ziel gesichtet. Sag mal, was brauchen das Ding? Was ist der Plan, Boss? Granate fliegt. Nehmt das. Sniper. Nachtsicht, ich brauche es unbedingt. Sniper. Beim Reifenstapel, Achtung! Du Scheiße, Zivilist getroffen! Hinter dir. Ja, meine Jungs sind auch müde. Die sind so müde, dass sie selbst den rückwärtigen Raum nicht mehr sichern wollen. So. Jawohl, Hammer.
Granate fliegt. Unidad Heli, unten bleiben. Hubschrauber, auf den Boden. Sauber. Alles Paletti? So, dann frischen wir uns noch mit Munition auf. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Heli noch mit, oder? Da steht er. Ah, da ist nochmal so ein... Die haben ein Luftabwehrsystem? Ist halt nicht gut, ne? Warte mal, fliegen wir ganz tief. Wo muss ich denn jetzt hin? Ganz vorsichtig. Bevor sie klein und hässlich machen. Unterm Radar fliegen. So. Hammer, Punktlandung. Voll gut. Das ist eine geile Aktion. Es ist erst ein schöner Tag, wenn man einen Hubschrauber geklaut hat. Super, voll gut, das gefällt mir. Alles klar, dann würde ich doch sagen, gehen wir quasi in den nächsten Bereich, dass wir da hinkommen. Dann gehe ich doch hier in dieses Safehouse. So. Richtig gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Folgenende. Und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Ghost Recon Wildlands. Ciao, macht's es gut.